Dieser Mann muss völlig verrückt sein. Er ist mit seinen Fischerkollegen auf ihrem Boot. Es ist stürmisch, die See ist sehr unruhig und die Wellen dementsprechend hoch. Und was macht er? Er steigt aus dem Boot aus, mitten in die Wellen. Hat er denn keine Angst? Wenn wir darauf schauen, was in der Welt zurzeit passiert, gibt es viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Sorge um Sicherheit, Sorge um die Umwelt, Angst vor schwerer Krankheit, Existenzängste, Angst vor Terror und Krieg, Sorge vor unbeherrschbaren Flüchtlingsströmen. Ich denke, niemand von uns kann sagen, dass die aktuellen Geschehnisse spurlos an ihm vorübergehen. Bei mir haben Sorgen und Ängste lange Zeit mein Leben bestimmt. Aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, es gibt einen Ausweg, es gibt einen Weg der Befreiung, es gibt jemanden, der uns eine andere Blickrichtung zeigt. Passend dazu die Geschichte aus der Bibel, die ich eben am Anfang erzählt habe. Die Jünger Jesu waren in einem Boot auf dem See Genezareth unterwegs und kamen in ein Unwetter. Mitten auf dem See lief ihnen Jesus entgegen. Nach einer ersten Schrecksekunde wollte Petrus ihm über das Wasser entgegenlaufen. Jesus rief ihn zu sich. Zuerst traute sich Petrus tatsächlich, aus dem Boot auszusteigen und auf Jesus zuzulaufen. Doch als er auf das Unwetter schaute, bekam er Angst und begann zu sinken. Er schrie: „Herr, hilf mir!" Und Jesus rettete ihn. In dem Moment, als Petrus nur noch den Sturm um sich herum wahrnahm, da fürchtete er sich so sehr, dass es ihm sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegriss. Dieses Gefühl kenne ich auch ziemlich gut. Petrus versank in seiner Angst und Jesus zog ihn wieder heraus. Jesus ließ Petrus nicht allein und er forderte ihn auch nicht auf, zu schwimmen. Nein, er zog ihn wieder nach oben. Petrus hat seine Angst in dem Moment verloren, als er Jesus erkannte und ihm glaubte und vertraute. Der Blick auf Jesus ließ ihn übers Wasser gehen. Der Blick auf die Umstände löste Angst in ihm aus und er ging unter. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden." Jesus verspricht nicht, dass wir in dieser Welt keine Angst mehr haben werden, aber er erklärt, dass er die Welt überwunden hat. Jesus ist mächtiger als unsere Ängste und Sorgen. Er möchte uns retten und befreien und uns zurück ins sichere Boot, in eine persönliche Beziehung zu ihm bringen. Er hat die Welt überwunden durch seinen Tod und seine Auferstehung, die wir an Ostern gefeiert haben. Darüber kannst du mehr in der Serie über die Wahrheit erfahren, die wir zu Ostern gesendet haben. Der Glaube an Jesus und eine persönliche Beziehung zu ihm hat mein Leben von Ängsten und Sorgen befreit. Und so eine Begegnung mit Gott wünsche ich dir auch. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, kannst du dich gern bei uns melden. Schreib einfach eine E-Mail an info@myinput.it. Wir helfen dir gerne weiter. Noch mehr über Jesus kannst du auch in der Bibel erfahren. Dort sind zahlreiche Geschichten über ihn aufgeschrieben. Falls du noch keine eigene Bibel hast, schicken wir dir gerne eine, kostenlos und unverbindlich zu. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.